Gut, dann lasst uns mal weitergehen. Wir suchen nach Rost. Und ja. Wir wollten doch heute jagen gehen. Warum ist er nicht hier? Wohin ist er gegangen? Aloy, darf ich auch mal? Haben wohl den Tag dieser Erprobung erreicht. Und es schneit. Na, wenigstens hier, wenn schon nicht draußen, nicht wahr? Zumindest liegt hier in meiner Gegend kein Schnee. Bis jetzt. Was ist das? Ist das von einem Wasserlauf? Okay, ab hier kommt Wasser. Auch nicht schlecht. Oh, die Landschaft, die ist einfach so genial. Also ehrlich, da kann man sagen, was man will. Das sieht einfach nur toll aus. Das brauche ich vielleicht noch. Ja, vielleicht. Huch. Da hat sich das Stromkabel vom Controller gerade verabschiedet. Ich hoffe, das war nicht zu sehr zu hören. Also bitte nicht wundern, wenn es dann mal einen Part gibt, wo ich einfach nur da stehe und gucke. Oh, da steht er doch. Hat sich doch nicht davon gestohlen, der Gute. Was macht er hier oben? Ja, wer weiß, Aloy, wer weiß. Er wird schon seine Gründe haben. Gut, hier gibt es nichts. Sonst könnte man ja vermuten, dass es da irgendwo noch unten eine Höhle gibt oder so. Keine Ahnung. Aber vielleicht finden wir es auch noch heraus. Er steht da einfach nur rum. Was ist mit ihm los? Was soll schon mit ihm los sein, meine Liebe? Wenn du quasi bei dieser Erprobung siegreich bist und... Ja. Du darfst dann zurück. Er nicht. Der Mann ist ein bisschen traurig. So. Gehen wir einfach mal zu ihm. Vielleicht können wir ihm ja ein paar seiner Sorgen nehmen. Aloy, du bist hier. Gut, dass ich Spuren lesen. Ich habe keine Spuren gelesen. Was soll die Verzögerung? Ist alles in Ordnung, natürlich. Wolltest du allein sein? Nein. Wir müssen reden. Ich habe über dein Training nachgedacht, Aloy. Du kannst jagen, du kannst überleben. Aber ich fürchte, eine Lektion fehlt noch. Willst du sie jetzt lernen? Natürlich. Ich lerne alles, was du mir beibringst. Hier gab es kürzlich Ärger. Das gibt uns die Chance für diese Lektion, doch sie ist gefährlich. Sei vorbereitet. Oder du stirbst. Geh ins Becken hinab und jage, bis du die Teile für Feuerpfeile hast. Feuerpfeile? Von welcher Art Ärger sprechen wir hier? Wenn du die Teile hast, treffen wir uns hier, am Tor hinter dem Dorf Mutterherz. Das Nordtor? Am Rande der Umfassung? Ja. Mach dich auf den Weg. Okay. Ich hole die Teile, noch was. Hast du sonst noch irgendwas auf dem Herzen, mein Guter? Ist sonst noch was mit dir? Nein. Mir geht's gut. Warum glaube ich ihm das nicht? Machst du dir Sorgen, was dann passiert? Nach der Erprobung? Was passiert, ist klar. Du wirst in den Stamm aufgenommen und ich bleibe ein Ausgestoßener, den man meidet. Rost, selbst wenn der Stamm mich aufnimmt, ich... Es gibt viel zu tun, Aloy. Wir reden später darüber. Okay. Genau das. Soll ich noch irgendwas tun, wenn ich unten im Becken bin? Oh, die kauzige Grata könnte Nahrung brauchen. Besorg ihr eine Wochenration Fleisch, wenn du die Zeit dafür hast. Wäre schön, wenn sie mal Danke sagt. Ach, Grata folgt dem Gesetz. Ihr Schweigen ist etwas Ehrenhaftes und nichts anderes. Wenn du meinst. Gut, also besorgen wir irgendjemandem noch was zu essen. Ich besorge die Teile, aber ich werde auch bei Cast vorbeischauen. Aloy,
Dieser Mann bricht das Gesetz, wenn er mit dir spricht. Und ich bin froh darüber. Ich will eine Stolperfalle und niemand sonst verkauft an Ausgestoßene. Dann solltest du sie auch laden. Du wirst sie heute Nacht brauchen können. Das klingt geheimnisvoll. Okay, wir sehen uns am Nordtor. Kauzige Krater. Rede mit Karst und Fälsche um die Stolperfalle, stelle Feuerpfeile her. Lohe und Metallscherben sammeln, okay. Oh, aber erst nochmal ein Blick hier in die Landschaft. Ich meine, Kleidung in Videospielen ist immer so eine Logik, ne? Es schneit, es liegt Schnee und sie... Ja, also ich würde hier einfach nur bibbern. Aber gut, können wir nochmal reden? Worauf wartest du noch? Du musst noch Teile sammeln. Ja, doch. Gut, komme ich irgendwie runter? Irgendwas macht ihm echt Sorgen. Wenn er glaubt, dass ich ihn verlasse, täuscht er sich. Genau, würde ich auch nie tun. Wir haben dem Guten so viel zu verdanken. Ja, ich öffne gleich die Karte. Ich gucke nur, ob ich hier was einsammeln kann. Gibt es hier irgendwelche Blümchen? Nein, scheinbar nicht. Huch, was ist das? Doch, hier gibt's was. Aber Medizinbeutel voll. Okay. Das gefällt mir nicht, dass der schon voll ist. Gut, wir sollen die Karte öffnen und dann? Kann ich... Das ist unseres. Kann man hier Wegpunkte setzen? Schwenken, zoomen, Wegpunkt setzen. Genau, da will ich erstmal hin. Plünderer-Areal. Kauzige Krater, zu der müssen wir. Okay, was ist das? Mutterherz. Das ist die Tabu-Stadt für uns. Gut, wir folgen dem Weg. Ich würde sagen, wir nehmen die ganzen Lagerfeuer mit. Hier sollen wir jagen gehen. Läuferareal, okay. Ich würde sagen, die Lagerfeuer könnten Wegpunkte sein, oder? Die nehmen wir einfach mal mit. Kautige Krater. Für sie müssen wir noch Fleisch besorgen. Genau. Was haben wir noch? Herstellen. Inventar. Fertigkeiten. Oh. Okay. Karte. Quests. Rede mit Karst. Haupt. Die Spitze des Speers. Neben Aufträge. Okay, unentdeckt, unentdeckt. Ja, ich würde sagen, wir haben dann hier noch sehr viel zu tun. Entzündete Lagerfeuer. Quest, Schattenobjekte, Maschinen, Spielabschluss, Sammelobjekte, Aktivitäten. Datenpunkte, ja, alles Gesammelte. Sammelobjekte, Sammelobjekte, da haben wir noch gar nichts. Maschinen, da, okay, es gibt auch fliegende. Das wird noch lustig. Gut. Ich weiß, dass wir Fertigkeitenpunkte haben, aber ich möchte erstmal noch ein bisschen hier voranschreiten. Ich hoffe, das ist in Ordnung für euch. Da ist ein Weg und da ist ein Weg. Wo muss ich denn jetzt hin? Ein Lagerfeuer ist dort. Okay, das Wildschwein rennt vor mir weg. Das ist in Ordnung. Damit kann ich leben, wenn es mich nicht angreift. Entdecke Lagerfeuer. Das Becken. Und ein Schnellreisepunkt. Noch nie habe ich dieses Tal hinter mir gelassen. Das wird sich nach der Erprobung ändern. 2 Tage. 2 Tage, bis ich Antworten bekomme. Na, 2 Tage. Dann weiß ich, wer sie war. Und warum ich nach der Geburt ausgestoßen wurde. Als ob es dafür eine Entschuldigung gäbe. Na gut, dann sammle ich mal die Teile für ein paar Feuerpfeile. Ich muss eine Herde suchen. Ja, Süße. Versuchen wir einfach mal. Ich glaube zwar noch nicht, dass deine Ziele so erreicht werden, wie du dir das vorstellst.
Toll, es schifft wie aus Eimern und wir entzünden Feuer. Das ist doch mal wieder sehr logisch. Teile für Pfeile suchen. Haben wir noch ein... Die nächsten Feuer sind hier. Oder hier, okay. Da würde ich sagen... Ach so, die Wegpunkte sind eigentlich sinnlos, weil die auch angezeigt werden. Naja. Ah, ich schürf mir alles auf. Ach, jetzt stell dich nicht so an. Meine Güte. Bisschen unbeholfen läuft sie immer noch, aber nicht mehr so, wie sie als Kind gelaufen ist. Gut. Wo sind die nächsten Feuer? Ist hier irgendein Weg? Ah, hier ist nur das Wasser. Drüben ist was zum Sammeln. Das sehe ich jetzt aber mal von ab. Mutterherz. Noch 2 Tage, dann weiß ich, wie es dort ist. So viele Leute, alle an einem Ort. Dort fühlt man sich bestimmt nie einsam. Das kommt drauf an. Man kann auch zu zweit oder zu mehr sehr einsam sein, meine Liebe. Glaub mir. Erhalten Stein. Okay. Da in die Stadt dürfen wir ja scheinbar noch nicht. Als Ausgestoßene. Aha. Ich hole mir noch Frostbeulen. Mutters Wacht, Mutterherz. Heißt also, unser Gerät übersetzt auch die Schriftzeichen. Woher kann es die denn kennen, bitte? Nicht ein bisschen unlogisch? Ich meine, diese Hochkultur ist ausgestorben sozusagen. Es hat sich so eine kleine Naturkultur, was auch immer, gebildet. Und diese neue hat doch dann wohl... Ach, das ist der Weg hier. Und diese neue Kultur hat doch dann wohl, denke ich... Naja, ihre eigene Schrift und Sprache und so entwickelt. Wie kann das sein, dass die sich verstehen? Dass das Gerät die Schriftzeichen übersetzen kann, dass sie auch versteht, was diese Audiologs sagen? Oder hat das irgendwie überlebt? Das ist hier die große Frage. Ach, da geistern schon wieder... Maschinen rum. Gibt's hier irgendwelches zum Anpirschen? Kann ich die irgendwie umgehen? Nee, ich bin nicht da. Wieso hatte der jetzt ein Fragezeichen über dem Kopf? Gut, keine Ahnung. Hier ist auf jeden Fall kein höheres Gebüsch zum Verstecken. Eisrauchreifwurzel, wofür braucht man sowas? Hier ist ein höheres Gebüsch, okay. Wie war das? Kleinere Maschinen kann ich mit einem Schlag vernichten. Aber nicht, wenn sie alle so miteinander laufen und sich gegenseitig Deckung geben. Freunde, ich muss da lang. Oben rum. Ich glaube, Klettern war hier nicht so ein Hit in dem Spiel.
komme ich denn hier hin? Außer weiter weg von meinem Ziel. War da nicht irgendwas, dass man kleine Wesen schneller down kriegt in meinen Fertigkeitenpunkten? Da schauen wir gleich nochmal rein. Hier ist auch Gras. Beziehungsweise Versteckmöglichkeiten. Die Frage ist nur, gibt es hier einen Weg in irgendeine Richtung? Sieht nämlich nicht so aus. Hoppala. Okay, dann zeig mir das mal. Fertigkeiten. Das da. Drücke R1, um kleine Maschinen und Menschen lautlos zu erledigen oder größeren Gegnern schweren Schaden zuzufügen. R1. Okay, gleich mal gucken, wo es ist. 3 Punkte habe ich. Da würde ich sagen, das nehmen wir schon mal. Bleiben noch 2. Beim Zielen während des Springens oder Rutschens verlangsamt die Zeit. Das Landen nach einem Sturz ist völlig lautlos, macht arglose Gegner nicht auf dich aufmerksam. Zeit verlangsamen beim Zielen. Verwende R3. Drücke R1 für einen Angriff, der Gegner am Boden stark schädigt. Würde ich nehmen. Bauteile abschlagen. Locke im Werkzeugmenü einen Gegner zu deiner Position. Als Ziel wird der Gegner gewählt, der Aloy am nächsten im Zentrum des Blickfelds ist. Schnellere Heilung aus dem Medizinbeutel, zusätzlich natürliche Rohstoffe beim Sammeln. Fragezeichen. Scherbenplünderer, zerlege Ressourcen in 50% ihres Metallscherbenwertes. Weiß ich nicht, ob wir das schon brauchen. Sicher gibt es irgendwann noch ein Handelssystem. Was haben wir hier? Drücke H, um lautlos zu landen und kleine Maschinen, Menschen oder größeren Gegnern schweren Schaden zuzufügen. Schlag von oben. Luftangriff, okay. Verwende R3, um die Zeit zu verlangsamen. Weiß ich nicht, ob ich dazu Zeit habe. Gegner am Boden stark schädigen, gefällt mir. Bauteile abschlagen. Ich glaube, das brauchen wir dann später, oder? Schnellere Heilung. Ja, los, nehmen wir das. So, weiß nur nicht. Drücke R1, um Gegner in der Nähe. Was habe ich denn für eine Wahl? Ich muss an diesen Wächtern vorbei. Also, liebste Aloy. Schauen wir einfach mal. Mir gefällt ja das mit dem größeren Medizinbeutel dann später. Die decken sich nicht immer gemeinsam, oder? Ich würde ja schon ganz gerne mal... hier ins Gebüsch hüpfen wollen. Nö, naja, hier ist nichts. Hier ist nichts. Geh weg. Mach, dass du fortkommst. Sieht der das? Dass hier eine Leiche liegt? Nö. Gut. Okay. Habe ich mich hier gerade ein bisschen in die Bredouille gebracht? Wenn einer abhauen könnte, könnte ich den zweiten kriegen.
Okay, oder so. Hui. Und das jetzt das ganze Spiel hindurch? Diese Späßchen? Hau ab. Danke. So. Schauen wir mal, wenn der hier wieder steht, wie der steht, wie nah am Gebüsch. Vielleicht kriegen wir den ja auch weg. Ohne größere Sorgen. Komm her. Wo ist denn der andere? Der da hinten sonst noch ist. Ja, keine... Jetzt geh doch mal weg, Aloy. Keine Aufmerksamkeit erregen. Du hast es gesagt. Wächterlinse, Metallscherben, Draht. Wird sicher alles nochmal benötigt. So, das ist der letzte. Also wenn der jetzt herkommt und im Suchmodus bleibt und nicht in Angriff übergeht... Ich wünschte, man könnte hier pfeifen oder sowas. Komm her. Na los. Sehr schön. War's das oder sind hier noch mehr unterwegs? Was herstellen? Irgendwas modifizieren? Auswählen. Karja Jägerbogen, selten. Lässt sich schnell nachladen. Weniger stark, gut geeignet für Kämpfe auf kurze oder mittlere Feuerpfeile. Kann modifiziert werden. Ja, und? Dieser Platz kann mit einem... Was haben wir denn? Ach so. 5% mehr Schaden. Bastlerfertigkeit nicht erlernt. Outfits fallen. Tragekapazität. Munition. Aufgabe herstellen. Ja. Hoppala. Nee, ich glaube, das ist noch nicht. Es reibt ein bisschen. Ja, hättest du dir mal bessere Kleidung angezogen. Dann würde das Gebüsch jetzt auch nicht an deinen nackten Armen kratzen. Dumme Nuss. Hoppala. So, entzünden. Schnell Speicherpunkt. Ich hoffe, wir können hier dann auch noch speichern, wenn, aber es sieht ganz danach aus. Gut. Hier liegt noch was. So, wo geht's hier hin? Das ist nichts. Gut. Dann suchen wir uns das nächste Feuerchen, würde ich denken. Geht's da hoch? Nee, das ist zu steil. Haben wir schon ein weiteres markiert? Wenn wir jetzt dem Weg darüber folgen. Zu diesem Ausrufezeichen. Erstens ist da ein weiteres Feuer. Zweitens ist da ein Ausrufezeichen, von dem ich gerne wüsste, was es bedeutet. Und eine hiervon. Und eine davon. Ach, das sind ja noch mehr solche Tiere. Gut, die lassen wir jetzt erstmal. Beziehungsweise Maschinen. Es sind ja keine Tiere in dem Sinne. Guck dich mal hin. Ich weiß gerade nicht. Willst du nicht helfen? Wie bitte? Wer will nicht? Bitte. Niemand sonst hilft mir. Ich darf nicht mit dir reden? Kennst du die Regeln nicht? Ich bin verletzt. Du musst mir helfen. Ja, ich bin ja schon da. Wer bist du überhaupt?